Und damit hallo und herzlich willkommen bei 112 Operator. Wir haben genug Geld, wir könnten uns hier noch was leisten, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Wir haben ja gar keinen Überblick, was wird wie gebraucht. Darum würde ich sagen, lassen wir das erstmal so und sparen uns das Geld. Ab jetzt ist es hier natürlich ein bisschen größer alles. Herzinfarkt, geht's los. Es wird ab jetzt ein bisschen stressiger werden. Note where the hospitals, police and fire stations are. Your units will have to go there to drop the passengers or to get additional resources. Okay, vielleicht sollten wir mal ganz kurz pausieren dafür. Okay. Ja, das ist cool eigentlich. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir... Ja, die Wachen können wir mal hervorheben, das ist okay. Genau, dann sehen wir, dass wir in den Einsatz sind. Da kommen wir da gar nicht durcheinander durch diese Symbole. Das ist schon ziemlich cool. So, hier hatten wir einen Herzinfarkt. Und was haben wir hier? Krampf, was? Kampf zwischen... Krampf ist auch gut. Straßengangs. Okay, kann man machen. Sehr gut, sehr gut. Ah, da haben wir ein Ereignis, ein Autounfall. Eventuell brauchen wir da auch Rettungssanitäter, das weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Wenn der Kollege gleich da ist. So, der fährt schon zurück, sehr gut. Hm, hier wird ein bisschen was gebraucht. Einmal, zweimal, ein Autounfall, okay. Sehr gut, fährt auch zurück. Ja, ja, und jetzt... Jetzt sieht man, jetzt fängt es langsam an. Ja, mit Motorrad ist er natürlich schnell unterwegs, das ist der Vorteil. Oh, kling, 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 jetzt geht's richtig ab. Ja, so langsam wird's witzig. Suche nach vermisstem Kind. Man kann im Übrigen mit mehreren Fahrzeugen suchen. Das beschleunigt das. Hi, there's a car following me. Could you please help me? Na klar. Auf jeden Fall. Wo sind Sie? Where are you? In my own car. I just drove by 1683 Ma'am, first of all, are you using the hands-free mode on your phone? If not, please do. Yes, yes, it's on the speaker. Can you please help? I don't know what to do. Sehr gut. Wir brauchen dafür ein Polizeifahrzeug. Hello? What car is following you? It's a black sedan. The thing is, I actually know the driver. Who is that? Do you know that person? There was a guy at a party, and he was really clingy, and I couldn't really get rid of him, so that's why I left. He's the one following me. Routinekontrolle, was heißt das? Hello? I'll send an officer to do a routine check. Drive safely. Oh, thank you. Please do that as fast as you can. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Wir gucken mal, also hier ist ganz schön was los. Ist da schon was oder nicht? Ich weiß es nicht. Geh einfach los. Hier unten ist auch was. Oh je, oh je. So, dahin. Ich weiß, hier unten ist auch, aber ich komme da jetzt gerade nicht hin. Wir brauchen... Okay. Zurückgelassenes Auto. Wir benötigen mehr Polizei. Definitiv. Alter Falter, wie geht das hier ab? Wahnsinn. Sehr cool. Oh. Operator, on my way. Receiving.
Der muss sich erst ausleeren, ne? We're done here. Das hört sich falsch an irgendwie. Awaiting further going order. There. Awaiting order. In pursuit. Returning to base. We'll get sehr them. Gut. Operator 10-4. Roger. Nee, du musst dahin, das bringt nichts. We're done here. We're done here. Du hilfst bitte hier unten mit. Damit können wir das beschleunigen. Alter, was ist denn hier los? Wahnsinn. Was soll ich machen? Ich habe zu wenig Polizei. Wir brauchen definitiv Polizei. 112, what's your emergency? Hello, this is Lee Hedges speaking. I'm a security guard at the warehouse at 3095 Oak Avenue. Some guys are trying to rob us. How many thieves are there? I've seen three. Fest nicht erschrecken, verstecken. Verstecken natürlich. Can you hide somewhere safe? I'm in the guard room. Sekunde. So? The police will be there soon. Please, stay where you are. Okay, I'll be waiting. Bye. Der hat sich nicht überzeugt angehört. Und das große Problem ist, naja gut, Polizei kann dahin. Wir brauchen deutlich mehr Polizei. Und wir sollten das anmachen, dass wir hier ein bisschen Überblick haben. Operator, we need a medic here. Receiving. Suspects in custody. Requesting transport. Roger. Ja. Reporting. Wir haben einfach keine. Das auch noch. Standing by. Medical. Für sicheres Fahren haben wir eine Medaille bekommen. Ganz toll. Reporting. Going there. Und. Rettungswagen. Ja, ja, du benötigst einen Transport. Das ist wunderbar. Ah. Hier ist auch noch ein Fall. Wow, das wird ein bisschen hektisch hier, oder? Ja, 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 ihr benötigt Transport. Ich hab's gecheckt, nur was soll ich machen? So wie ich einen Transport habe. Ja, das kann der machen. Wir haben halt keine Einheit frei, was soll ich halt machen? Da wird ein Sanitäter benötigt. Einen können wir abziehen. Wow, wow, wow. Krass. Roger. Oh, ein Anruf. 112, what's your emergency? Emergency, yes. Wo sind Sie? Where are you? I'm at What's the emergency? I've been followed home. Who followed you? Could you describe the person who followed you? He seems to not have a face. Okay. Does he have a mask on? How should I know? He has no face. Have you been taking drugs, miss? Drugs? Why would I take drugs? Where were you before you came home? And what were you doing there? What? Just partying, drinking with friends and stuff. Yes. No, okay, I might have. What? He's still there. As long as you're inside, you're safe. What if he breaks the window? Okay, hold on. I'm sending help as fast as I can. Mist, und wir haben einfach keine Polizei. Wir brauchen Polizei an allen Ecken und Enden gerade.
get them. Der kann sich um den Raser kümmern. Ready for action. On my way. We're done here. Receiving. We'll get them. Wir kommen nicht hinterher mit der Polizei. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Oh, da brennt es. Brennendes Auto. Leider sieht man das nicht. Das wäre cool. Noch mehr Polizei. Oh Gott, macht's mir doch nicht immer schwerer. Das wäre ziemlich cool, wenn es mal irgendwann auch Erfolge gibt. Eieieiei. Ich glaube, der brauchte Abtransport oder so. Ich bin mir nicht sicher. Going there. Awaiting orders. In pursuit. In pursuit. We'll get suspect in custody. Kümmern wir uns um den. Returning to base. Wahnsinn. Receiving. Going there. Receiving. Going there. Da wird ein Sanitäter benötigt. Hier aber auch. Going there. Receiving. Roger. 10-4. Eieieiei. Going to the incident. Going there. Ready for action. Ja, okay, der ist eh vollgeladen. Going there. Und dann geht er wieder dahin. Sehr schön. Roger. Awaiting further orders. Requesting police leaving. In pursuit. Vielleicht sollten wir uns auch mal darum kümmern. Awaiting orders. 10-4. Returning to base. Wahnsinn. Krass. Returning to base. Also wir brauchen definitiv mehr Polizei. Awaiting orders. Going there. Awaiting orders. Going there. Manchmal erkennt man das auch schwer. Ich würde gerne die Kamera ein bisschen drehen. Nein! Dahin. Ja, das würde ich manchmal so ein bisschen machen können. Mich 3D bewegen können. Okay. Requesting immediate transport to the hospital. Awaiting further orders. Awaiting orders. On my way. We're done here. Going back to base. So, da geht alles. Going back to base. Ja, der ist vollgeladen. Soll er machen? We'll get them. Okay, und dann sollten wir das jetzt eigentlich auch haben. Awaiting further orders. Case returning to base. Ready for the next case. Receiving. Roger, we're done here. Operator, ready for the next case. So, zwei Motorräder hingeschickt, das war unklug. Naja, zumindest haben wir Kohle gemacht. Wir gucken mal, irgendwas schiefgegangen, Zeit abgelaufen, ach, es ist aber auch schwierig. Eieieiei, also wir brauchen viel mehr Polizei. Drei neue E-Mails, eieiei, negative Artikel. Ihr könnt euch das gern durchlesen. Einfach kurz Pause machen. Meins ist es nicht. Ich lese nicht so gerne. Also das wisst ihr ja. Und dementsprechend rüsten wir uns jetzt für den nächsten Fall mal ein bisschen aus. Wir brauchen neue Einheiten. Und zwar würde ich ganz gerne einmal das haben. Wir brauchen einen Mega-Fahrer. Den haben wir nicht. Also nehmen wir den nächstbesten. Und einen Mega-Schützen haben wir auch nicht. Dann nehmen wir auch den nächstbesten. Also das ist nicht optimal, was wir hier für Auswahl haben. Und ja, wir brauchen vielleicht noch. Sollte ich einen Transporter kaufen? Ich glaube, meistens reicht es, wenn wir noch eine Polizei haben, oder? Aber das Problem ist echt, dass wir nicht die besten. Also 53% ist jetzt nicht gut. Aber gut, was soll man machen? Ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme, also morgen, geht's dann an gleicher Stelle weiter. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid und sage ciao mit V, euer Zellrun.